Schon geil, Alter. Boah. Alter. Ist nicht gesund, glaube ich. Jo Leute, recht verraucht. Schön, dass ihr da seid. Ja, jetzt kommt nochmal ein kleines Infovideo von mir wegen dem Turnier und weil ich drüber reden wollte, wegen dem S-Turnier, weil es ja nicht so gut angekommen ist. Leute. Du Scheiße bist. Danke. Ihr seid echt nett zu mir. Ja, also Turnier kommt gleich. Erstmal S-Turnier, weil das kürzer ist. Und zwar, es ist kacke angekommen. Okay, vielleicht nicht kacke angekommen, sondern es interessiert wahrscheinlich die meisten einfach nicht, weil es so ein Spiel ist, so eine Art Minecraft-Spiel und ja, ihr seid einfach nicht Minecraft interessiert, sozusagen, so sehe ich's. Was würdet ihr gerne sehen wollen? Was soll ich anspielen oder welche Gameplays soll ich bringen? Soll ich Black Ops 3 bringen? IW? Was? Schreibt einfach mal rein, was ihr sehen würdet oder wollen würdet. Ich glaube schon richtig so. Würde mich wirklich interessieren, schreibt's rein und vielleicht kann ich das ein oder andere demnächst bringen. Forza Horizon 3 ist aber schon angedacht, also das braucht ihr nicht drunter schreiben, außer, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr machen. Das ist auf jeden Fall angedacht, weil das ist gut angekommen und ja, wenn ihr irgendwas Bestimmtes wollt, schreibt es drunter. Gut, Thema Nummer 1 abgehakt. Okay. So, dann kommen wir zum Nemautum. Halt's mal bitte. So, dann kommen wir mal zum Thema Nummer 2. Und zwar das Mango Army Turnier auf der PlayStation 4, 2 und 2 für Black Ops 3. Das hat sich alles gereimt, Digga. Heftig, Mann. Das war ungeplant. genau, also morgen Sonntag, 12.02.2017, Beginn 15.30 Uhr auf Twitch, auf freshmango.de. Nein, Spaß. Auf freshmango.net, natürlich. Nein, Spaß. Auf Twitch wird das Ganze live gestreamt. Link ist unten in der Infobox, könnt ihr reinpimmeln. Morgen 15.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr da seid und zahlreich erscheint. Das Ganze wird wahrscheinlich, wenn ich es hinbekomme, ich kann es euch nicht versprechen, auf YouTube auch noch live gestreamt. Ich muss gucken, wie YouTube das möchte. Auch Thema Musik und ob alles funktioniert. Aber Twitch auf jeden Fall safe. Deswegen 15.30 Uhr bei Twitch vorbeigucken, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Die ganzen Teams, die jetzt sich angemeldet haben, es waren bei mir 10 Teams, die angekommen sind. Ich habe irgendwie da ein paar Nachrichten bekommen, dass manche Teams nicht registriert wurden. Das kann natürlich sein, dass es eben einen Anmeldefehler gab. Oder dass einfach irgendwas falsch geschrieben wurde und deswegen halt unauswertbar war die Anmeldung. Und deswegen habe ich nur 10 Teams. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen. Ich werde mal kurz die Aufstellung einblenden. So Leute, dann kommen wir mal zur Aufstellung. Denkt euch nichts, wenn ich mal darüber gucke, weil da ist, ja, muss ich ablesen, wer gegen wen spielt. Das Ganze ist jetzt für euch eingeblendet. Und die ersten zwei Spiele sind ein Qualifizierungsspiel. Da wir 10 Anmeldungen haben, aber nur 8 Teams fürs Turnier, müssen natürlich die letzten 4 Anmeldungen um den Platz 7 und Platz 8 im Turnier kämpfen. Die zwei Spiele sind einmal Enforcer Visual gegen II Gaming und das zweite Spiel ist C42 gegen Team Type. Die zwei werden natürlich jetzt dann, also die zwei Spiele werden als erstes gestreamt, damit man weiß, wer offiziell im Turnier ist. Und die 8 spielen dann eben um die 20 Euro PSN Guthaben. Das erste Spiel, was wir dann streamen werden, ist Team Krypton gegen Afresh Beach. Werde ich auf jeden Fall gespannt sein, weil Team Krypton sind gute Spieler dabei. Afresh Beach kenne ich leider nicht. Dann die Fearless Army, die gut alte bekannte Fearless Army, auch beim Stream dabei, gegen Ficken McNuggets. Krasser Name. Das nächste Spiel ist Dittos gegen Team Energetic. Und das vierte Spiel wird dann sein, werden dann die Gewinner aus den Qualifizierungsspielen sein. Also entweder Enforcer Visual, II Gaming, C42 oder Team Type. Zwei von den vieren wird auf jeden Fall weiterkommen. So, wenn ihr euch auf jeden Fall nicht anmelden konntet oder nicht dazugekommen seid, dann tut es mir wirklich leid. Ich habe nämlich gerade noch eine Anmeldung hier. Ich schaue mal ganz kurz nach. So, wo war sie denn? Genau. Und zwar das Team der Paradox. Hat sich leider erst gestern um 13.46 Uhr angemeldet, nein, heute um 13.46 Uhr angemeldet. Heute ist natürlich zu spät. Deswegen tut mir leid, Digga. Beim nächsten Mal könnt ihr gerne wieder mitmachen. Aber gestern war offizielles Ende, gestern Abend. Gestern Abend wurden auch die Teams schon ausgelost.
Deswegen, kannst du leider nicht mitmachen. Beim nächsten Mal gerne wieder, ja? Ich würde mal sagen, es ist alles gesagt. Dankeschön, dass ihr wieder da wart. Ich hoffe, die Infos reichen. Wenn nicht, die Infobox ist aktiv. Und ihr werdet auch sofort antworten. Also immer so schnell es geht natürlich. In dem Sinne wünsche ich euch morgen viel Spaß beim Turnier. Wir werden beide sehr, 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 sehr... Eine Stunde später. Sehr, 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 sehr... Zwei Stunden später. Sehr geil den Stream machen. Wir haben sehr, sehr viel vorbereitet. Und werden den wirklich richtig krass machen. Also in dem Sinne, haut rein, Leute. Schön, dass ihr da wart. Und bis morgen. Tschüss.